bin Fußballer, ich liebe dieses Spiel und natürlich juckt es, aber ich glaube, es wäre für alle grausam. Und von daher ist es gut, dass meine Zeit als Aktiver vorbei ist, ja, dass man ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen darf, aber jetzt sollen die Jüngeren ran und das ist auch gut so. In wenigen Stunden ist es soweit, dann eröffnet das Allianzstadion. Wie geht man da hinein in eine solche Eröffnung? Welche Emotionen begleitet Sie? Ja, man ist natürlich erwartungsfroh, ja, weil ich glaube, das ist für den Verein eine Riesensache, eine sensationelle Sache. Wir können uns messen mit Chelsea, dazu hat man nicht Woche für Woche die Gelegenheit, also von daher überwiegt die Vorfreude. Und ja, wir haben es in den letzten Tagen begleiten können, ja, dieses Treiben hier und von daher sind wir genauso gespannt, glaube ich, wie jeder Mitarbeiter, wie jeder Arbeiter, der hier an diesem Projekt mitgearbeitet hat, freuen wir uns alle auf den Samstag. Das Stadion ist ausverkauft. Was wollen Sie da von Ihrer Mannschaft sehen oder sagen Sie, wir wollen ganz einfach eine gute Zeit haben und das Stadion mit einem schönen Fest eröffnen? Ja, das wollen wir definitiv. Wir wollen eine gute Zeit haben, das schließt aber natürlich auch nicht aus, dass wir auch erfolgreich Fußball spielen wollen. Aber rein von der Gewichtung liegt unser Fokus auf Ried, ja? und von daher, sage ich mal, ist es für den Verein ein ganz besonderer Moment, für uns eine Gelegenheit, das erste Mal in diesem Stadion zu spielen, aber der letztendliche Fokus liegt auf Ried. Bereiten Sie Ihre Mannschaft besonders vor auf die Stadioneröffnung, auf die größere Atmosphäre? Ja, wir waren ja in den letzten Tagen schon einige Male hier. Wir waren ja beim Pre-Opening dabei. Da konnten sich die Jungs schon mal mit den Räumlichkeiten vertraut machen. Auch mit der Atmosphäre. Und wir haben heute zwar auf dem Nebenplatz trainiert, aber doch wieder am Stadion, weil es natürlich wichtig ist für uns, dass wir spüren, wie viel Energie eigentlich in diesem Stadion steckt. Wir möchten natürlich schon sehr kompakt auftreten gegen Chelsea, weil wir wissen, dass sie über wahnsinnig gute Individualisten verfügen und denen wollen wir so wenig Raum wie möglich geben. Aber es geht auch darum, dass wir vielen Spielern nochmal die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren, A, in diesem neuen Stadion, B, vor unseren Fans und C, auch nochmal, um Zeichen zu setzen, was das Pflichtspielprogramm oder den Pflichtspielauftakt in der Bundesliga betrifft, nämlich gegen Ried. Juckt es Sie dann noch bei einem neuen Stadion wie das jetzt im Allianz-Stadion selbst die Schuhe zu schnüren? Definitiv, weil ich bin Fußballer, ich liebe dieses Spiel und natürlich juckt es, aber ich glaube, es wäre für alle grausam. Und von daher ist es gut, dass meine Zeit als Aktiver vorbei ist, ja, dass man ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen darf, aber jetzt sollen die Jüngeren ran und das ist auch gut so.